Du entscheidest, nur die Geschmähten zu begraben. Die Arbeit dauert nicht sehr lange. Als du fertig bist, stehst du vor einem Dutzend kleiner Grabmarkierungen, auf denen jeweils ein Eisenhelm liegt. Die Leichen des Chors stapelst du wie Baumstämme am Rand. Plünderer und Tiere werden sich um den Rest kümmern. Und ja, wir haben Leden Marks Antwort erhalten. Der wird garantiert nicht Ja sagen. Weil Blendenmarks Arbeit ist das Töten und seine Leidenschaft ist das gewissenlose Töten. Egal wie viel Respekt ich im Augenblick vor ihm habe. Ich werde nur einmal fragen. Kind, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, so werde ich es jetzt tun. Dich zu töten wird mir Freude bereiten. Ich kann den Hinrichtungsbefehl gar nicht erwarten. Ich werde auf deine Ankunft im Gericht warten. Lösch die Lichter nicht. Blendenmark, Archont der Schatten und Gerichtsklinge. Ja, ich glaube, da hätten wir mindestens eine Reputation von 4 oder höher gebraucht. Was sagt eigentlich so meine Reputation bei den Truppen? Da fehlt mir noch ein bisschen. Da bin ich eigentlich fast voll, oder? Ja. Sorry, can't. Gut. Ich kann auf jeden Fall das Spiel mit Graven Ash als Verbündetem gewinnen. Und ich habe so viel Ansehen bei Ash selber und eigentlich auch bei den Geschmähten, dass das klappen sollte. We find ourselves at an impasse. You are no fatebinder to be shrugged off, dispatched or underestimated. No. That time is over. You are an Archon. Wir befinden uns in einer Pattsituation. Du bist kein Schicksalsbitter, den man ignorieren, beseitigen oder unterschätzen kann. Nein, das ist vorüber. Du bist Archont. Und so wirst du mich auch behandeln, denn von jetzt an werde ich nur noch von Kyros selbst Befehle annehmen. Mehr als das, ich werde so mächtig wie der Oberherr. Oh ja, ich bin wirklich etwas Besonderes. Nichts Your silence only incriminates you further. But never mind. We yet have a problem that is degrees of importance over you and your wayward authority. Dein Schweigen macht deine Schuld nur noch deutlicher, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Wir haben noch ein weitaus wichtigeres Problem, als du und deine Autoritätsmissbrauch es sind. The voices of Narat must be executed. With his destruction, his leaderless mob will disperse throughout the tiers from which they came. And we will be free to subjugate this lawless realm. I expect nothing less than your report that the Archon of Secrets has been dealt with. Dismissed. Ja, Ash ist ein bisschen größenwahnsinnig, oder? Nevads Stimme muss hingerichtet werden. Mit seiner Zerstörung wird sich der führerlose Mob auflösen und in den ganzen Stufen verteilen, wo sie herkam. Und wir können dieses gesetzlose Reich unterwerfen. Ich wollte von dir nichts anderes hören als seinen Bericht, dass du dich um den Archon der Geheimnisse gekümmert hast. Wegtreten. Ich kehre wieder, wenn der Archon der Geheimnisse nicht mehr existiert. Yes. Wir mit dir noch We reden, find Ash. ourselves at an impasse. You are no fate, your silence, the voices of... Ich will es einfach mal versuchen. We find ourselves... Now that you are counted among the Archons, we are indeed equals. Ah. But I still require your help in this wretched struggle against the Chorus. That fact has not changed. I cannot pretend to have any ability to compel you, but I hope our alliance is one worth preserving. Da man dich jetzt zu den Archonten zählt, sind wir tatsächlich gleichberechtigt. Trotzdem benötige ich deine Hilfe bei diesem widerlichen Kampf gegen den Chor immer noch. An dieser Tatsache hat sich nichts geändert. Ich kann nicht behaupten, irgendeine Macht zu haben, um dich dazu zu zwingen, aber ich hoffe, dass unser Bündnis eines ist, das sich zu bewahren lohnt. Ja, ich komme wieder, wenn er erledigt ist. Was ist mit den Restlichen?
Schicksalsbitte, ich habe zu tun. Sprich mit Ash, wenn du etwas brauchst. Ja, da ist Radix Eisenkern. Wer steht denn hier noch da? Erdhexe, Halbmondläufer. Merrick, ah ja. Also den, den wir mehr oder weniger geholfen haben. Und natürlich der Eisenmarschall. Gut. Ja, zu den Waffen. Du hast zugestimmt, Quellflash und die Gespähten gegen den Schlachhund kurz zu unterstützen. Reise nach Kakophonie, um mit dem Angriff zu beginnen. Eigentlich könnte ich ja mit Ash ausmachen, dass er mir die Stufen überlässt und nach Norden zurückkehrt. Das wäre wahrscheinlich dann die beste Alternative, weil ich glaube, Ash möchte auch wieder zurück in den Norden. So. Nächste Haltestelle, tun uns Gericht. Kriegen wir jetzt wieder irgendwo eine Begegnung? Vielleicht in den Bastardstufen? Nein. Ich habe eigentlich nicht mehr das Verlangen, Thunon zu töten. Immerhin hat er mir auch noch nie was jetzt wirklich getan. Ich habe es mir eher ein bisschen mit ihm verscherzt. Ja, stelle dich Thunons unter. Rechtfertige dich vor Thunon in seinem Gericht in den Bastardstufen für dein Handeln in den Stufen. Gerichtsbeamte. Will do. Wo ist die Klinge der Dunkelheit? Heute gibt es kein Verfahren für Adlige mehr. Dieses Gericht ist geschlossen. Also, der Rest kommt auch mit. Und es wird laut in den Hallen. Dieser Erlass steht nicht zur Diskussion. Die Gerichtsdiener werden euch alle hinaus begleiten. Fatebinder, thank you for answering my summons. This could very well be the defining hour of the conquest. Schicksalsbinger, danke, dass du meiner Vorladung gefolgt bist. Das könnte sich als die entscheidende Stunde der Eroberung erweisen. I first want to make it clear why we've assembled today. After the collapse of Vendrian's Well and the start of the Civil War, it became clear to me that there must have been some great fault on the part of the Archons. Ich will zunächst klarstellen, warum wir uns heute versammelt haben. Nach dem Fall von Vendrians Bund und dem Ausbruch des Bürgerkriegs wurde mir gewahr, dass die Archonten große Fehler begangen haben mussten. We come together to root out the source of our troubles and determine which of the Archons has sown more chaos during the war. Wir haben uns zusammengefunden, um die Wurzel des Übels zu vernichten und herauszufinden, welcher der Archonten im Krieg mehr Chaos gesät hat. Ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist offensichtlich, Richter. Es hier auszusprechen bestätigt nur, was wir alle bereits wissen. Thunon dreht sich um und setzt vermutlich einen strengeren Blick auf. Na, vermutlich, weil man es durch die Maske nicht sieht. Dann wendet er sich wieder dir mit kühler Gelassenheit zu. Much has happened since I dispatched you on that mission. Viel ist passiert, seitdem ich dich auf diese Mission geschickt habe. With Kairos' Mandate, that only one Archon may rule the Tears, the verdict is now more important than ever. We cannot allow this conquest to descend into total anarchy. Mit Kairos' Verfügung, dass nur ein Archont über die Stufen herrschen darf, ist das Urteil wichtiger denn je. Wir können es dieser Eroberung nicht gestatten, der kompletten Anarchie anheimzufallen. You backed Graven Ash and his disfavored army at the start of the Civil War. I know that you must have been torn in your decision, but I assure you that your loyalty to the Archon isn't in question here. Only your findings will be weighed with their due importance.
Du hast Graven Ash und seine Geschmähten zu Beginn des Bürgerkriegs unterstützt. Ich weiß, dass dich deine Entscheidung in zwei gerissen haben muss, aber ich versichere dir, dass deine Loyalität dem Archontengegenüber hier nicht in Frage gestellt wird. Nur was du herausgefunden hast, wird mit der entsprechenden Wichtigkeit abgewogen werden. Ja, die Geschmähten sind für mich mehr als nur eine Armee, euer Ehren. Albatros salutiert stolz und nickt in deine Richtung. Your faithfulness to the Archon does you credit, but let's focus on the testimony. Deine Treue zu dem Archonen steht dir gut, aber lass uns das Augenmerk auf deine Aussage legen. In your professional and objective opinion, which of the two Archons is guilty of sowing the most chaos in the Tears? Welcher der beiden Archonten ist deiner professionellen und objektiven Meinung nach schuldig, das meiste Chaos in den Stufen gesät zu haben? Natürlich Nevat, das haben wir ja herausgefunden und das habe ich auch schon mal während zwischenzeitlich argumentiert. And so the charges are declared. I'm confident you've come with prepared arguments and research, as is expected of your station. Und so sind die Anklagen verkündet. Ich vertraue darauf, dass du mit vorbereiteten Argumenten und Nachforschungen hier erschienen bist, so wie es von deiner Position erwartet wird. Ich werde hier keine gegenstandslosen Anschuldigungen geduldig über mich ergehen lassen. In accordance to Kairos' legal custom, you will state the crimes against the Archon and offer up your evidence. The court will weigh your claims on their merits. In Übereinstimmung mit Kairos' gesetzlichen Gepflogenheiten wirst du die Verbrechen gegen den Archonten darlegen und deine Beweise präsentieren. Das Gericht wird deine Behauptungen entsprechend ihrem Wert abwägen. Was halt Graven Ash definitiv nicht gemacht hat, im Gegensatz zu Nevat, er hat nicht den Feind unterstützt, um die Gegenseite zu schwächen. Also Nevat hat zum Beispiel den ungebrochenen Pläne der Geschmähten zukommen lassen, nur damit die Geschmähten eins kassieren. I would encourage you to make as many claims as possible. Bringing charges against an Archon is no small matter. They are not accountable to Kairos' laws with the same rigidity as an average citizen, so it may be more difficult to justify their guilt. Ich möchte dich ermutigen, so viele Anklagen wie möglich zu machen. Es ist keine Kleinigkeit, gegen einen Archonten Anklage zu erheben. Sie sind Kairos' Gesetzen nicht mit der gleichen Härte verpflichtet wie der durchschnittliche Bürger. Es mag also schwierig sein, ihre Schuld zu beweisen. Verstanden, ich werde keine berechtigte Anklage vor dem Gericht zurückhalten. To make a claim lacking evidence will only harm your case in the court's eyes. Is this understood? Natürlich, vorausgesetzt, dass du die Beweise hast, um sie zu unterstützen. Eine Anklage ohne die entsprechenden Beweise wird deinem Fall im Auge des Gerichts nur schaden. Verstanden? Ja, ich werde meine Anschuldigung mit nackten Tatsachen belegen. Schicksalsbinder Rogalos. Du erinnerst dich zweifellos an die Kategorie Rien der Übertretungen, für die Archonen verantwortlich gemacht werden können. Diese sind Abspaltung, Inkompetenz, Kriegsverbrechen und das Horten von verbotenem Wissen. Rogalos nickt dir zu. Es passiert nicht jeden Tag, dass wir zusammengerufen werden, um die Schuld von solchem Ausmaß zu ermitteln. Sei vorsichtig. Also Kriegsverbrechen hat Nevat auf jeden Fall begangen. Then we are ready to begin. State your claims, Fatebinder. You may proceed at your own pace. Da sind wir bereit zu gewinnen. Trage deine Klagen vor, Schicksalsbinder. Nimm dir die Zeit, die du dafür brauchst. Ich beschuldige den Archont der schnellen Aufwiegelung. Der Archont hat sich der Inkompetenz schuldig gemacht, euer Ehren. Der Archont hat während des Feldzugs abscheuliche Taten begangen. Ich beschuldige ihn der Kriegsverbrechen. Er hat stimmt tendiert dazu, Kairos' Gesetz nach seinen Wünschen zu interpretieren, aber ich hoffe, diese Gewohnheit geriet nicht außer Kontrolle. Oh. Erzähle mir von diesen Kriegsverbrechen, Schicksalsbinder. Ich habe nur das? Nevat Stimm nutzte seine Macht, um die Seele von Graven Ash so entfernt der Belagerung von Wendel ins Brunnen zu verschlingen. Der Bandenchef bereitet seine Arme aus und blickt sich im Gerichtsraum. Ach, tatsächlich, dann zeig ihn. Ich würde das gerne mit eigenen Augen sehen. Die Talente des Archonten sind diesem Bericht wohl bekannt, aber offensichtlich sind wir uns nicht bewusst, wie weit er für die grauenerregende Ausführung gehen würde. Kannst du dich an weitere Kriegsverbrechen erinnern? Ich habe keine Beweise für Kriegsverbrechen angeführt, euer Ehren.
Inkompetenz? Ja, Stimmen wurde bereits in der Vergangenheit der Inkompetenz angeklagt, war aber stets in der Lage, sich als fähiger Anführer und brillanter Stratege zu beweisen. Ich bin neugierig, ob deine Beweise anderes belegen. Fortschicksalsbilder, die Aufmerksamkeit des Gerichts gehört dir. Sirene begründete in Lethians Kreuzung einen Kult, der ihr huldigte. Sie brachte Chaos in die Region und behinderte die Kriegsbemühungen. Ob das so gut ist? Was? Was hat das mit Nerats Stimmen zu tun? Sirenes Anwandlungen sind nichts Neues. Würde immer jemand anderem die Schuld gegeben werden, wenn Sirene das tut, was sie nicht hätte tun sollen? Kyros hätte keine Armee mehr. Hüte lieber deine Zunge, Wurm. Es ist nicht in deinem besten Interesse, in Tunnels Gericht eine Archontin in Misskredit zu ziehen, während sie vor dir steht. Gut, dass ich sie mitgebracht habe. Das Gericht sieht die Handlungen von jedem, der hier teilnimmt, Sirin. Blutmulch wird für seine Ausbrüche bestraft werden, wenn er sich nicht beherrschen kann. Du bist hier nicht angeklagt und ich möchte allen Anwesenden eindringlich raten, sich gut zu überlegen, was sie in meiner Gegenwart äußern. Blutmulch hat recht, Schicksalsbinder. Sirins Taten allein sind kein Beleg für Inkompetenz seitens Nevats Stimmen. Ihre Aufgabe war es, für den Schadachboden kurz zu rekrutieren. Ihre Unfähigkeit, die Hingabe ihrer Anhänger von ihr selbst auf Merat umzuleiten, ist ihre Schuld, nicht die seine. Welche weiteren Beweise hast du für diese Behauptung?